Jetzt erkläre ich euch, wie man eine leckere Currysoße macht. Man nehme Olivenöl, macht es in den Topf hinein, dann nimmt man Zwiebel. Nach die Zwiebel kommt gleich der Knoblauch mit rein. Das lasst ihr ein wenig anbrutzeln. Und eine Prise Zucker kommt noch mit rein. Das Ganze lasst ihr ein wenig anbraten. So, wie ihr seht, hat die Zwiebel und Knoblauch ein bisschen Farbe bekommen. Jetzt kommt noch Paprika mit rein. Und die Peperoni dabei. Dann macht ihr ein wenig Curry rein, so wie ihr das haben wollt. Und ein bisschen Paprika. Dann nehmt ihr Tomatenmark, zwei kleine Becher. Und die lasst ihr ein wenig anbrutzeln, damit die Säure entzogen wird. Verrührt es so schön hier. So. Jetzt wird die Säure entzogen. So, jetzt kommt noch ein halber Liter Brühe rein. Gemüsebrühe. Und das Ganze lasst ihr dann 15 Minuten kochen. Nach dem Kochen müssen wir das Ganze auch klein pürieren, bis keine Stückchen mehr sind. Fertig ist die leckere Currysoße. Zum Schluss noch ein bisschen mit Currypulver und Paprikapulver abschmecken. Zu einer leckeren Currysoße gibt es natürlich eine Currywurst. Und fertig ist unsere leckere Currywurst mit Currysoße und Pommes. Ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Bis demnächst!